Eben habe ich gelesen, 7 Uhr bis 4 Uhr nachmittags wäre der wegen Cyberarbeiten geschlossen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie war das nochmal? Amerika ist wie viele Stunden? Waren es 2, 3, 5? Keine Ahnung. Dann flitze ich mal noch schnell ein bisschen Geld machen. Ich habe ja gestern noch reichlich Knete eingefahren, weil ich einfach nicht die Finger weglassen konnte, obwohl ich vorm Fernseher gesessen habe, ne? Und anstatt die Pause für den Toilettengang zu nutzen, habe ich Dinge getan. Ja, dann brauche ich eigentlich die Schnelligkeitsdünger ja sowieso nicht, ne? Also das wäre ja töricht. Töricht. So, wie ist denn das hier? Habe ich noch ein bisschen was? Ja. Dann schmeißen wir nämlich den Vervielfältigungsdünger wenigstens drauf. Sein, dass ich gleich rausgeschmissen werde. Das kann gut passieren. Irgendwo was frei. Ja, nee, da. Sehr schön. Hab ja gestern um 19 Uhr mal noch mal im Internet geguckt bei tvinfo.de, was so im Fernsehen kommt und dann Schrott, Schrott, Scroll, Scroll, Müll, Müll, uninteressant und dann, oh, Tele5, Star Trek PK, ja, da war was, ne? Hatte ich letzte Woche noch gedacht, ja, vergiss es nicht. Ich glaube, am Sonntag hatte ich noch dran gedacht oder am Samstag und dann war es schon wieder aus dem Gedächtnis gestrichen. Hat mir sehr gefallen. Also bisher muss ich sagen, es fühlt sich zwar an, wie 4 Stunden lang Vorspann, sozusagen ein bisschen. Die paar Action-Szenen, die waren wahrscheinlich eher, dass man nicht so in einen Zen-Zustand gerät. Aber der Humor gefällt mir. Der ist nicht so badauts voll in die Fresse. Ne? So, was schmeißt man? Da schmeißen wir. Da schmeißen wir. Wer weiß, ob das überhaupt funktioniert, wenn der Server off ist, aber beziehungsweise wie sich das Spiel dann überhaupt verhält. Also ich denke mal, wenn dann die Serverarbeiten rum sind, dann. Wird es weitergehen? Okay. Da ist jetzt nicht so viel dabei. Hallo. Na du? Kann natürlich auch passieren, dass es so wie beim letzten Mal war, dass ein Gerät irgendwie gar nichts schafft, alle anderen sind weitergelaufen.
Warum auch immer das so war. So, von was habe ich denn genug? Naja, davon eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Mais wollte ich normalerweise immer gerne in... Mais und Kartoffeln waren es. Warum waren es denn Kartoffeln? War es wegen der Effizienz von Geld her oder war es nur, weil das die Kartoffel so unfassbar lang braucht? Bah. Scheiß drauf. Okay, da habe ich definitiv zu wenig. Fünfunddreißig, 52. Ja, was ist eher doch die hier? Jo. Jo. Goodie. Okay. Raus. So. Und der Rest kann rausgepfeffert werden. Gut, also um 10 Uhr ist es anscheinend nicht, sonst wäre ich schon längst rausgekickt worden. Gut, das sind 6000. Da habe ich meinen Soll für heute dann auch erfüllt. Ich hatte ja so um die 10.000 gerechnet pro Tag, ne? 20.000 war sie schon so sehr ambitioniert, aber wenn ich jetzt schon 50.000 habe innerhalb von 2 Tagen. Geile. Geile. So, dann werden wir uns heute mal einen gemütlichen Tag mit Stardew Valley verabreichen. Yay. So, das, was man eigentlich ja von vernünftigen Menschen erwartet, dass sie sich vorher mal informieren. Nö. Ich habe jetzt mal bei Discord nachgeguckt und da steht, die lokale Zeit, wenn der Server down ist, ist um 16 Uhr. Also noch ewig viel Zeit. Ja. Und dann werde ich mir mal alle anquatschen gehen. Kann ja nicht angehen, ne? Dass ich mich so gar nicht um die kümmere. Wie war das? Tamala gestern vergessen? Najuma habe ich auch nicht angesprochen. Hodari habe ich nur angequatscht, weil ich gestern noch ein bisschen Steine gelootet habe und habe dann irgendwelche Edelkristalle und Steine und frag mich nicht bekommen und habe sie ihm dann in die Hand gedrückt, damit ich noch ein Plätzchen frei hatte für weiteres Loot. Ich habe dann ein bisschen geangelt, um meinen Skill noch ein verfeinern. Jo. Und um Kohle zu machen. Also richtig Knete hat's nicht gegeben, weil ich nur mit Würmern unterwegs war. Da muss man schon mit den Glühwürmchen ran, wenn man wirklich Knete machen will. Aber im Verhältnis ist es natürlich cleverer, mit Würmern durch die Gegend zu ziehen, weil so ein Wurm ist nur 5 Gold wert. Aber man bekommt halt 35 Gold mindestens von einem Fisch. So, machen wir hin. Nee. Da kommt Dings. Hier kommt. Da ist voll. Und hier kommt auch schon wieder der Mädchen hin. Und dann hat sich's schon.
Und ich habe jede Menge Dünger einfach mal so gerade wohl hineingestopft, wie bekloppt. Also meistens so fünf. Deswegen sind die Vierer wahrscheinlich die einzigen, die jetzt schon wieder leer sind. Also man kann tatsächlich den Dünger auf Vorrat da reinstopfen. Zumindest habe ich so den Eindruck. Das macht bei, wie nennt man das? Den Feuchtigkeitsdünger macht das natürlich noch am meisten Sinn, finde ich, ne? Gerade das. Allerdings ist mir natürlich nicht klar, ob das Spiel, sagen wir mal so, das registriert. Es ist noch befeuchtet, du bist überhaupt nicht on, die Zeit läuft weiter. Wächst das Zeug dann von alleine oder wirklich nur, wenn du on bist? Das habe ich auch noch nicht getestet. So, lange Rede, gar keinen Sinn. So, hier schmeiße ich rein. Hier habe ich zu wenig. Ne, doch, habe ich noch. Hier schmeiße ich rein. Und dann verließen sie ihn. Dann reicht es schlicht und ergreifend nicht mehr aus. Bum, bum, bum. Fertig. Okay, dann schmeißen wir einfach mal hier noch ein bisschen was dazu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, und schon leer. Krass. Krass, krass, krass. So, alles rausschmeißen. Guti. Dann flitze ich mal gleich los. Nehmen wir das noch kurz mit. Das werde ich mir gleich zusammensammeln. Was war es denn noch? Steine kann ich mir auch zusammensammeln. Dann war es eigentlich nur das. Was hätten wir dann gerne? Okay. Bitteschön. Ja, gut. Ein. Leuchtpilzkristall. Sehr schön. Soll ich noch ein bisschen angeln? Nee. Nee, das mache ich wirklich lieber mit der Switch. Da kann ich mir sogar den Boost ein bisschen sparen. Obwohl ich ihn trotzdem mitschlepp. Deswegen war ich ja so voll und habe an Hodari die Sachen verdicken müssen. Stehst du vor einer Hodarien, kannst du nicht looten. Nein! So, ich fange heute in Bahari an. Einfach nur, damit ich Tamala und Najuma anquatsche. Tau habe ich auch schon wieder vergessen. Titi. Sowas. Das ist, wenn man nichts Neues mehr von denen erfährt. Obwohl gestern fand ich schon die Texte sehr neuartig. Wie gesagt, also ich habe schon den Eindruck, dass die da im Hintergrund schon ein bisschen was zugefüttert haben und das Update, das eben heute kommen wird, da handelt es sich um Sachen, die tatsächlich so spieleingreifend sind, dass wir da beteiligt werden müssen bei so einem Update. Alles andere können die dann so hinterlistig hinten rum. Au. Was hast du denn, mein vierbeiniger Freund? Au. Wird's besser, wenn ich dir den Kopf streichle? Woff, woff. Setzen gern. Schnau. Schnau.
Tau schnuppert in der Luft, als würde er den Fernen den Duft einer köstlichen Mahlzeit wahrnehmen. Irgendetwas sagt dir, dass er Lust auf Chapa Masala hat. Masala ist doch scharf. Obwohl, mein Hund hat auch mal so eine Tüte Salami-Chips gegessen. Ich habe die Packung aufgemacht und dachte nur, nein, danke. Die waren Chili-Salami. Also das Chili ist geradezu aus der Packung rausgewabert. In einer Duftwolke. In einer Staubwolke. Und dann stand ich da, soll ich das dem Hund wirklich antun? Ja, ich hab's getan. Und sie wollte mehr. Das, ich kann auch nicht mal mich darauf berufen, dass ich jung und dumm war. Ich war einfach nur dumm. Hätte ja auch nach hinten losgehen können, ne? Hätte ja brennender Popo werden können beim Hund. Die arme Wutz hat sowieso immer alles Mögliche gefüttert bekommen, das er eigentlich nicht sollte, weil mein Vater hat sie immer mit in die Kneipe genommen. Meine Stiefmutter hat in der Kneipe gearbeitet und er hat sie dann auf der Arbeit besucht und hat dann den Dackel dabei gehabt und der dann immer mit seinen Hundeaugen jeden angeguckt und so, verdammt. So, ist Hodari noch da? Ah, der ist in der Werkstatt. Gut, dann warten wir noch ein paar Sekündchen. Dann wird Najuma wach werden um 10. Dann geht die auf ihren angestammten Platz am Weiher hier. Wunderschön. Ah, du wieder. Siehst du dieses Altholz? Ich denke, ich mache da vielleicht was Neues draus. Was meinst du, was es werden soll? Etwas Praktisches, etwas Abgefahrenes. Ja, praktisch haben wir eigentlich genug, ne? Was abgefahren ist. Also ich weiß nicht, was er hier, ne, mit abgefahren. Also ich denke mal, Najuma hat ihre abgefahrene Seite eher von der Mutti, oder? Ich hätte gern was Praktisches. Ich brauche schon länger ein neues Pflanzgefäß für draußen. Danke, Sally. Früher mochte Najuma Bärenkuchen sehr. Ich glaube, den mag sie immer noch. Sobald ich ihn hinstelle, nicht hinsehe, fehlen immer ein, zwei Stücke. Das sind die Choppers hier. Das sind die Choppers. Oh, wunderhübsch. Wunderhübsch hier. Oh. Komm doch. Wenn wir noch ein paar Süßblätter einsacken gehen, beziehungsweise Muscheln, Korallen, Muscheln, all sowas. Und wie steht's, wie geht's? Mein Papa ist gerade nicht da, was brauchst du denn? Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Sag es aber nicht meinem Papa. Nach der Beerdigung habe ich mich davongeschlichen und mir den Einsturz angesehen, wo meine Mama gestorben ist. Ich habe kaum mehr als Geröll gefunden, aber eine Sache war da noch. Das Ding war ziemlich ramponiert, aber ich wusste, dass es die Anstecknadel war, die Papa ihr gegeben hatte, als sie sich verliebt hatten. Ich dachte erst, dass es sie ihm vielleicht bringen sollte, aber dann habe ich entschieden, dass ich sie lieber dort lassen sollte. Sie liegt immer noch dort und ich hoffe, dass er sie eines Tages findet. Ich denke, das würde ihm helfen. Falls du nach Geschenken für meinen Papa suchst, er mag Deko-Gegenstände wie Geweihe aussehen. Na, ich wünschte, ich hätte das irgendwie nicht gesagt. Ich finde es ja ziemlich geschmacklos, wenn man überall Geweihe rumhängen hat. Ja, du kommst bald wieder, ja? Three upstairs. Mit? Upstairs?
Treppen. Ja gut, Flooded Steps ist es wahrscheinlich nicht. Flooded Steps. Okay, wenn hier schon nichts ist. Oh, warte, warte, warte. Okay. Roter Edelstein. Hat er jetzt das für mich gemeint oder? Ah. Star, ne, Ding. Okay, passiert mir auch. Oh, nee, warte. Die hatte Eisenaxt, ne? Ich glaube, das klang irgendwie nicht so, als würde es was bringen. Okay. Kommt da noch irgendjemand? Starry Coco. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die hieß, die da vorbeigeflitzt ist. Einer ist in der Nähe. Weißt du, Geier, wo die ist? Ah, da oben. Wie? Was? Ich mag Katzen. Geiler Name. Na gut. Ja, hopp. Mach ruhig drauf. Ja. Die nennt sich Ich mag Katzen. Trollig. Okay.
sonst nicht. Obwohl, warte mal. Nee. War nur ein Busch. Ah, ein Stein. Jede Menge Steine. Alle meine. Große, spitze, schwere Steine. I'm so lost. Sweet. Ja, nur kurz der Eingang gucke. Hier rechts, links ist ja öfter mal was. Bling bling. So, wo gehe ich denn lang? Hier lang? Ja. Oh, schon wieder Zeugs. Jede Menge. Oh.
ist keiner in der Nähe. Dann ist das mein. Ja, sagen wir mal so, ich gehe jetzt an den Strand. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich nachts die Süßblätter nicht so gut sehe. Aber es war auch auf der Switch, da ist die Grafik relativ dürftig, um die Süßblätter zu erkennen, auch im Dunkeln. Ja, Proudhorn halt, ne? Ich habe schon das Gefühl, dass man das auch im Hellen super gut sieht. Ne? Also sagen wir mal, generell sieht man das Loot hier sowieso um einiges besser. Auch wenn viel, viel mehr Gras und Büsche und Gedöns hier rum wächst. Durch die reduzierte Grafik sieht man das auch nicht so in der Entfernung bei der Switch. Das ist auch schön. Macht das Ganze ein bisschen kniffliger. Nicht zu leicht. Aber Süßblätter, ja, das war ein bisschen nervig, das Zeug zu looten, weil das eben so unfassbar verteilt ist. Hier habe ich irgendwie das Gefühl, ich sehe die viel besser und dadurch kommen die mir auch mehr vor, aber das kann natürlich trügerisch sein. Einfach, weil ich es mal gesucht habe und wenn man sucht, findet man ja kaum was. Wenn man es nicht gebrauchen kann, ist danach das Lager voll. Das macht Sinn, ne? So, ich stiefel jetzt dort hinten hin und dann kann ich nämlich von dort wieder rüber beamen. Falls sich jemand fragt, warum ich von dem anderen Strand jetzt weggehe. Ich weiß, dass hier des Öfteren mal genau an dieser kurzen Wegstelle eben Muscheln sind. Hier sind keine. Die fangen erst da vorne beim Tor an, so ganz vereinzelt, so ein verträumtes irgendwo könnte da rumliegen, aber das war's dann auch gerade. Es ist mehr hier in dem Dickicht, in dem Wasser. Also es ist eigentlich ganz schön verteilt, ne? Man hat das Gefühl, man kann so richtig in die Vollen greifen, es sei denn, es war jemand vorher da. Was jetzt sieht, ein bisschen die Lausche auf. Die Muscheln singen ja. Andere See. So, ist da hinten noch irgendwas am Rumleuchten?
das sieht man nicht so sonderlich gut, also ich zumindest nicht. Ob das eine Streifenschnecke ist oder ob das eine grüne ist, wenn sie im Wasser rumgurken. Ah, du bist es. Ich dachte, warte, 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 warte. Hätte ich doch richtig gehört. Richtig fett Loot hier. Es ist ja, als wäre der Mahi-Markt schon an und alle wären dort und ich hätte hier, ne? Wonderful. Das ist ja fast wie am ersten Tag. Kommst hier hin und dann Loot! Das war so der erste Eindruck vom Spiel. Loot en masse. Loot bis zum Abwinken. Und da war die Truhe voll. Da war noch kleine Truhen. Und da ging die Jungla schon los. So in den ersten paar Tagen ging es schon los. Ich hab keinen Platz. Das ist ein grüner. Was bist du für einer? Grün. So, flitzen wir mal. Ja, flitzen wir mal. Nee, warte mal. So. Falls hier irgendwelche Leute rumrennen, die den Sernuk jagen. So. Nee, ist nur irgendeine Blume, die da steht. Dann krallen wir uns mal hier den ganzen Krempel. Hübsch. Geil. Ein bisschen zu spät. Die Sonne vorher noch knipsen müssen, damit es noch geiler aussieht. Da ist was. Uhuhu. Alles für die Würmchen. Okay, ich glaube. Nee, nur normale. Hab ich. Nee, ich habe gar keine Jagdhörner dabei.
Riesen das. Ja, doch. Ein bisschen kann ich noch looten, ohne Gefahr zu laufen, überzulaufen. Süßblatt ist hier aber nix. Jetzt war ich so verwöhnt eben von den ganzen Muscheln. Aha, da ist was. Was ich auch noch ein Experiment machen wollte, und zwar, dass ich noch eine Wurmkiste aufstelle und in beide die gleiche Menge an Süßblatt reinschmeiße. Das eine mit Stern, das andere ohne Stern. Einfach mal durchtesten, was passiert. Ob da irgendein Unterschied ist von der Qualität her, das heißt die Menge. Ob das die Menge von dem ausgespuckten Loot irgendwie beeinflusst. Da hinten ist auch noch eins. Also erstmal das da greifen. Ach, schade, da ist noch eins. Es führt mich, es lockt mich immer weiter weg. Was ist mit dir? Bist du eigentlich was wert? Pilz. Da habe ich doch in der Ferne einen Pilz und noch irgendwo ein Süßblatt gesehen. Ja. Genau. Nee, das ist nur ein Busch. Hier oben war ich ja vorhin. Aber hier unterhalb des Sattels sind ja auch manchmal welche. Nur nicht heute. Warte, 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 was ist das? Ist das ein Baum? Ich würde sagen, bis der Flair aus ist und dann können wir da von mir aus liegen.
Jetzt zum Beispiel. Merci. Schatzi, zu spät. Na, ist ja gleich Grove. So, da sollte ich tunlichst in der Nähe von so einem Transportschild sein. Also hier am Hang war normalerweise Süßblatt und da unten, aber da sehe ich jetzt so gar nichts. Nö, da ist nichts. Scheint nur die Sonne komisch drauf, ne? Ja. Schnecke. Ich glaube, wenn ich da Antworten lese im Chat auf Fragen, die nicht gestellt wurden, gehe ich mal davon aus, dass irgendeiner in der Nähe gepostet hat. Dass ich das dann schlicht und ergreifend gar nicht mitkriege. Weiß es nicht. Ob das so funktioniert. Ist schon wieder alles da. Schick, schick.
Just in this moment. So. Hier in dem Ecken ist es ein bisschen schwierig, die Orientierung zu haben, wo das ist. Weil ich bin ja im Grunde genommen hier. Das ist vielleicht das rechte Ohr, aber alles, was in die Richtung hier ist, hört sich alles so wischiwaschi gleich an. Also wenn es nicht direkt da oben ist, kriege ich es wahrscheinlich nicht raus, in welche Richtung ich rennen muss. Muss ich eventuell doch warten, bis jemand was sagt. Oh. Einer der Server. Das ist schlecht. Dann. Wenn hier kein Grove. Nee, scheiße. Kilima, zentrale Stelle. Das ist schlecht. Das ist einer der Server, wo gar nichts ist. Obwohl, die waren da unten am Bäume fällen. Vielleicht haben sie ausgerechnet die Bäume gefällt, wo der Grove hätte sein sollen. So, mach hinne. Tschabra. Renn. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das nämlich jetzt aushebeln kann. Wenn ich rechtzeitig zurückkomme und... hoffentlich auf einen anderen Server gekommen bin. So, keine Ahnung, ob es die war, die schon da vorhin stand. So. Okay, also hier ist schon mal nichts. Das sind eher die Hitzewurzen. Da irgendwo noch ein bisschen Palium? Nee. Stadtrand? Nee. Wohl eher nicht. Windy Runes vielleicht noch und dann hat sie's aber auch. Das wird irgend so ein Torfding sein. Oder auch nicht. Oh, hallo? Nee, Gemeinschaft war das jetzt. Schande. Wieso hab ich jetzt hier Gemeinschaft? Warum? Hä? In der Nähe, Gruppe, Flüstern, Gemeinschaft aus, Server. Wieso? Hä? Geil. Beste Geier. Naja, ich habe mich bedankt, von daher. Also, ihn mit der Geste. Zum Glück gibt's ja die Geste. Die Muscheln wachsen hier aber ziemlich weit ins Land rein, ne?
Da haben sie uns keinen Grove gegönnt. Nee, nee, du. Mal so, mal so. Scheiße, ja. Okay, hat sie. Woher? An die. Floated South Cliff. Hier rein.